Ja. So, Moment. Okay, und wir sind live. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Workshop hier auf der digitalen Studioszene. Wir haben das Thema moderne Popschlagerproduktion und da haben wir sehr tolle Gäste und zwar unser Deconstructed Team, allseits beliebtes Deconstructed Team mit Henning Verlager und Christoph Assmann. Und die Jungs werden uns ein paar Produktionen zeigen und ein bisschen was zum Workflow, zum Konzept erzählen. Ich glaube, zu den Credits müssen wir nicht viel sagen. Ihr habt mit Leuten wie Unheilig, Sotiria, Florian Silbereisen, Giovanni Zarella und noch viel, viel mehr gearbeitet. Nur mal, dass die Leute ungefähr wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, in welcher Qualität, in welcher Flughöhe wir uns hier bewegen. Das Ganze findet statt in Zusammenarbeit mit Steinberg. Vielen Dank nochmal dafür. Jungs, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Ja, Hi. hallo Waldemar. Ich Und freue mich, Anna. dass es wieder geklappt hat. Nicht ganz persönlich Quatsch zu machen und Scherze auszutauschen, aber trotzdem online. Schön, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Erzählt mal, was habt ihr uns denn mitgebracht heute? Also wir haben zwei Produktionen mitgebracht, die wir hier mal aufschlüsseln wollen, ähnlich wie wir das auch in unseren Deconstructed Workshops machen. In den Deconstructed Workshops geht es ja tatsächlich immer um irgendein Thema, was jetzt vielleicht gerade in den Charts ist oder was einfach ein All-Time-Klassiker ist, dass wir das mal untersuchen. Und in diesem Fall haben wir jetzt eben zwei eigene Produktionen mitgebracht. Und weil es um den Bereich Popschlager geht, sind das einmal Bernhard Brink, seine aktuelle Single haben wir hier, Alles ist ewig. Und dann haben wir noch Norm Lang dabei, der in eine sommerlichere Richtung geht als die Bernhard Brink-Produktion. Und so kann man mal zwei unterschiedliche Ansätze darstellen, aber eben auch zeigen, dass so die Arbeitsweise, wie wir sonst in den Deconstructed Workshops arbeiten, dass sie sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was wir sonst unter der Woche machen. So. Genau. Also im Grunde erleben wir mal live, was ihr so den ganzen Tag treibt in einem Workshop, ne? So kann man das im Prinzip zusammenfassen, genau. Da ist nichts gestellt, alles ist immer genauso. Bis auf ein paar blödere Kommentare und vielleicht noch ein bisschen mehr, weiß ich, Ja, Scherze oder sowas. ich muss auch sagen, dass jetzt so diese Art der Präsentation, dass wir hier uns also gar nicht in echt sehen, auch das ist ja etwas, wie heute produziert wird. Also Christoph und ich, wir kennen uns natürlich schon lange und haben uns auch schon oft gesehen oder sehen uns auch oft, aber viel intensiver sehen wir uns tatsächlich irgendwie über FaceTime oder wir schreiben uns oder wir tauschen Projekte aus. Das heißt, jeder arbeitet in seinem eigenen Studio. Christoph ist jetzt bei sich im Studio. Ich bin hier in den Prinzipalstudios, wo wir auch sonst, aus denen wir sonst die Deconstructed Workshops senden. Wir arbeiten beide in Cubase auf einem PC. Ich schon seit den Atari-Zeiten, also ich bin damit zusammengewachsen mit diesem Programm. Und so schicken wir uns diese Produktion hin und her. Das heißt, es ist jetzt für uns auch eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, so dezentral hier so zu sitzen. Das ist Ja. es überhaupt nicht und vor allen Dingen zieht sich das auch durch die ganze Produktion eigentlich. Also das wird man auch gleich sehen. Wir haben zum Beispiel, obwohl es zwei verschiedene Projekte sind, den gleichen Chorsänger und der ist wiederum auch nicht hier vor Ort. Und der schickt uns die Files auch einfach per E-Mail oder per Dropbox. Die laden wir da rein. Henning gönnt sich manchmal noch einen Live-Bass, der wird dann auch noch zugeschickt. Wir haben Genau. Akustikgitarren, die werden gespielt. Und wir kennen die Leute zwar, aber die sind verteilt in Deutschland. Und ja, irgendwie diese Arbeitsweise, die machen wir jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren. Deswegen passt das auch aktuell ganz gut, dass wir einfach so weiterarbeiten können wie zuvor. Ja. Es gibt so Facebook-Fotos, Musikproduzenten vor Corona und in dieser Corona-Zeit. Und es ist einfach immer derselbe Nerd, der einfach vorm Rechner sitzt. Und so ist unser Alltag dann tatsächlich auch. Das muss man wirklich sagen. Außer Datum hat sich nichts geändert, ne? Sozusagen. Genau, Genau, richtig. Ja. Aber es ist doch schön. Ich meine, ich will jetzt gar nicht dieses Corona-Thema so jetzt dick hier nochmal ins Gespräch bringen, ne? Weil wir haben ja alle genug gedealt damit das ganze Jahr über. Ja. Aber wo seht ihr, wenn man es, also kann mir vorstellen, dass einige Leute das oder dass es für einige Leute neu ist, so dezentral zu arbeiten. Ganz kurz, wo seht ihr den Vorteil von diesem
dezentral arbeiten. Also das Ganze hat ja einen Vorteil, würde ich sagen, sonst würde man es ja nicht machen. Also aus meiner Seite finde ich, ist der Vorteil einfach, weil wir oft auch sehr, sehr viel Projekte parallel machen, dass man sich einfach Unterstützung holen kann in verschiedenen Bereichen. Und wenn man dann Leute hat, denen man wirklich zu 100% vertraut, dann muss ich nicht unbedingt dabei sitzen, wenn der Chorsänger seinen Chor aufnimmt. Das heißt, ein Vorteil ist einfach eine unglaubliche Zeitersparnis. Mhm. Weil wir dann die Files fertig zugeschickt bekommen. Wir können die in die Projekte reinladen, vielleicht noch ein bisschen editieren und mixen und sind dann glücklich. Also wir sparen uns dann pro Song einen halben Tag an reiner Arbeitszeit. Und genau das Gleiche bei Gitarre und Bass. Wenn man die richtigen Leute kennt, dann spart das unglaublich Zeit. Und was ich einfach sehr gut finde, ich wohne hier mitten auf dem Land. Ich habe nicht unbedingt um die Ecke jemanden, der mir gerade eine Akustikgitarre einspielt, in der Qualität, wie ich sie vielleicht brauche oder wie ich sie mir wünsche. Und so hat man einfach seine Spezialisten im ganzen Land verteilt und kann sich die einfach, wenn man sie braucht, buchen. Und das finde ich eigentlich super genial. Ja, hier aus meiner Sicht ist das, kann ich das ja alles nur unterstreichen. Ich bin ja genauso auf dem Land, im Münsterland. Da geht nicht so viel. Da sehe ich Kühe und Pferde draußen. Und ich brauche einfach eine schnelle Internetleitung. Das ist es. Und auch wenn Christoph und ich zum Beispiel zusammenarbeiten, dann ist es auch tatsächlich besser, wenn jeder einfach an seinem Rechner sitzt, jeder weiß, was sein Part gerade ist. Und dann kann man sich zuarbeiten, als wenn man tatsächlich zu zweit vor einem Rechner sitzt und im Prinzip dieselben Sachen macht. So. Und dadurch kann man einfach effektiver arbeiten. Gleichzeitig ist natürlich schon so, wenn man mit Bands und Band-Recording aufgewachsen ist, dass man vereinsamt, vielleicht ein bisschen. Aber das machen dann halt solche Aktionen wie jetzt auch wieder wett, oder dass man sich dann einfach mal so zum Grillen treffen muss. Ja. Okay, verstehe. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, wenn man in einem Studio zusammensitzt und dann geht mal einer die Treppe hoch ins andere Studio und bringt was mit der Festplatte und man zieht sich das, das dauert ja schon länger, als wenn man was in die Dropbox schmeißt und der andere zieht sich das und man kann aus der Dropbox zum Beispiel rausarbeiten, Sessions, das heißt, man muss die Files nicht mehr austauschen, sondern es wird automatisch geupdatet. Also ihr nutzt dann quasi diese technischen Vorteile, die man so hat. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei vielen Aufnahmen, jetzt Choraufnahmen oder Orchesteraufnahmen, sich per FaceTime oder andersrum irgendwie zuzuschalten. Das heißt, bevor ihr ins Ausland fahrt oder irgendwie nach Berlin zu irgendeiner Orchesteraufnahme, Fahrzeit, Hotel und so weiter und so fort, seid ihr einfach irgendwie bis 5 Minuten vorher an einem Projekt am Arbeiten, schaltet euch dazu, macht die Aufnahme, vielleicht sogar nur die Instruktionen, kurz abchecken, lasst die Leute in Ruhe arbeiten und schaltet euch dann nur mehr dazu, zu kontrollieren oder zu checken. Ja, und selbst da ist es so, wir machen ja tatsächlich unheimlich viel Layouts per MIDI. Also auch wenn es jetzt um zum Beispiel Gitarren geht, dann legen wir da MIDI-Layouts rein, also die wir einfach mit Software spielen. Oder Christoph spielt einfach tatsächlich mit einer Gitarre noch irgendeine Line dazu. Aber so, dass es halt einfach aussagekräftig ist, was da passieren soll. Und das können wir dann einfach immer mit abgeben, damit derjenige, der da was machen muss, nicht ganz im Trüben stochert. Klar, wenn man schon lange zusammengearbeitet hat, weiß das Gegenüber auch, was wir so wollen. Aber so können wir schon immer mal so ein bisschen layoutmäßig darstellen, was es denn im Endeffekt sein soll. Und dasselbe gilt eigentlich für alles. Das gilt auch für Streicher, das gilt für Drums, für Bass. Das ist alles schon per MIDI gelayoutet. Vielleicht geht es sogar mit einem Arrangeur noch mal ein bisschen hin und her, dass der auch Sachen verändert. Aber meistens, bevor es an so ein echtes Recording geht, würde auch ein Streicherarrangeur uns erst nochmal wieder ein MIDI-Demo schicken, damit man einen Eindruck hat, was es hinterher sein soll. Und dann ist man relativ safe. Dann muss man sich auch nicht unbedingt sehen. Und diese Instruktionen, von denen du eben gesprochen hast, das tritt ja häufig auch dann ein, wenn man die Leute zum ersten Mal bucht oder wenn man zum ersten Mal mit denen zusammenarbeitet. Weil wir haben so viele Leute, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, da weiß man, wie gesagt, einfach, das, der und der Künstler, das und das Genre und ich brauch das bis morgen Mittag oder so und dann weiß man eigentlich, dass man das auch in der Qualität und nach dem Geschmack bekommt. Und wenn nicht, kann man immer noch kurz eine E-Mail schreiben, hey,
kannst du im C-Part bitte nochmal das und das machen oder man ruft doch mal kurz an. Also ja, je besser man die Leute kennt, desto schneller geht der ganze Prozess auch. Ja. Und es ist tatsächlich einfach ein gewachsenes Netzwerk. Da kann man auch nicht früh genug mit anfangen, sich mit Leuten zu vernetzen. Und was ich jetzt in dieser Digitalisierung, die jetzt gerade auch so schneller stattfindet, sehe, dass sich auch Leute, die das vorher eben nicht gemacht haben, damit beschäftigen und damit tatsächlich dieses Netzwerk auch größer wird. Also dass auch zum Beispiel Sänger, Sängerinnen, die sich vorher noch nie zu Hause recorded haben, dass die plötzlich anfangen, sich doch mit einem Laptop, einer DAW dahinzusetzen, Mikrofon mal kaufen und Recordings machen, weil das wird auch, glaube ich, ohne Corona bleiben. Also dass man sich in dieser Form präsentieren kann und Recordings machen kann, weil man sich eben Fahrtzeiten spart und tatsächlich für viel, viel mehr Leute arbeiten kann, weil man einfach ja weltumspannend vernetzt ist. Ja, selbst wenn es jetzt zum Beispiel, nicht jeder hat ja die Qualität, also nicht jeder kann sich ja so Setups leisten, in einem auf sehr hohem Niveau, selbst aber ein einfaches Mikrofon, um einfach mit der Stimme reicht zu arbeiten, um einfach zu verstehen, wie klingt denn mein Instrument oder mein Gesang in dem Fall, auch zu üben, auch Demo-Layouts vielleicht zu machen, bevor man ins Studio fährt, dass man den Produzenten schicken kann, ne? Also das ist ja jetzt, da geht es nicht nur um diese finale Aufnahme, aber einfach sich mit dem Prozess besser anzufreunden und auch mehr zu verstehen, wie das läuft. Und das Gleiche kann man auch ganz schön auf unser Thema eigentlich beziehen. Also die Schlagerbranche an sich, die ist ja gar nicht so groß, wie man vielleicht denkt, gerade von den Leuten, die hinter den Kulissen sind. Und da ist es auch schon immer so gewesen, dass jeder Songwriter gefühlt mit jedem Texter schon mal zusammengearbeitet hat und jeder Texter mit jedem Gitarristen schon mal zusammengearbeitet hat. Also das ist ein Pool an Leuten, die aber ganz oft auch einfach zu Hause sitzen und sich dann Layouts zuschicken. Dann schickt der eine das dahin, dann schreibt einer einen Text dazu, dann schreibt ein anderer eine Topline dazu, dann geht das wieder zurück. Und nicht in allen Fällen sitzt man tatsächlich in einem Raum und versucht, so einen Song zu schreiben. Das kommt natürlich auch immer wieder vor und auch gerade Labels, die machen dann doch gerne auch noch eine Songwriting-Session. Aber vieles von den Sachen passiert einfach, ja, auch von zu Hause aus. Und da ist das auch schon, ja, ich kenne es gar nicht anders als so. Das heißt, wir sind schon lange im Homeoffice. Ihr seid so schon, seit Jahren schon im Homeoffice. Wobei ihr ein schönes Homeoffice habt, wenn ich das so im Hintergrund sehen kann. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, dass auch zu dieser Vereinsamung, da bin ich auch tatsächlich ganz gerne hier in den Prinzipalstudios, weil eben ringsherum auch was passiert. Ja, in den anderen Studios und so wird dann auch was aufgenommen, irgendwer ist da. Das heißt, da findet dann auch tatsächlich nochmal menschlicher Austausch statt. Man kann irgendwie, wenn man sich einen Kaffee zieht in der Küche, trifft man auf irgendwen. Und auch wenn man mal nachts um 3 hier noch sitzt und arbeitet, sieht man woanders auch noch ein Licht brennen. Und das ist dann für dann hat man nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, ne? Genau. Sehr schön. Ganz kurze Frage noch. Ihr arbeitet ja relativ viel zusammen. Habt ihr, ich meine, dadurch, dass ihr dann auch nicht in einem Studio seid, könnt ihr euch quasi die 24 Stunden auch aufteilen, wie ihr sie braucht. Jetzt mal, habt ihr da versetzten Arbeitsablauf manchmal auch oder ist das... Gibt es das auch mal? Oder gibt es einfach beide 24 Stunden rund um die Uhr? Ist einfach, okay, verstehe. Also, das Ding ist ja, dass wir beide quasi unseren Pool an Aufgaben haben. Also natürlich machen wir viel zusammen, aber wir machen nicht 100% der Projekte zusammen. Das heißt, wir müssen schon immer uns absprechen, wie, bis wann was gegeben ist. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir relativ wenig gemacht, weil ich da auch gut eingespannt war. Und eigentlich brauchen wir uns da nicht absprechen, weil wir parallel arbeiten. Also wenn Henning was zu tun hat für mich, dann mache ich das. Und in der Zeit, wo ich das mache, arbeitet er schon an dem nächsten Song oder an dem Song davor. Also deswegen brauchen wir gar nicht diese versetzte Taktung. Und da wir eh immer vor dem Rechner sitzen, ist es eigentlich, sind die Dienstwege da auch wirklich sehr kurz. ist schwierig zu versetzen, wenn man 24 Stunden am Rechner sitzt. Da gibt es keine Stunde zum Versetzen. Ich kenne es aber aus anderen Studios, dass man sagt, hey, da ist zum Beispiel einer, schraubt an den Vocals, das Playback muss aber vorher um 9 Uhr fertig sein und so, dass man dann wirklich sich die Zeit aufteilt, wenn es dann so sein muss und so gegeben ist. Gut, also wenn es so knapp ist, dann ja. Also Termine, das heißt, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn Henning sagt, Donnerstag kommt der Sänger und ich muss das singen,
dann muss bis dahin muss ich natürlich irgendwas da haben, wo der Sänger schon mal drauf singen kann, ne? Also, aber ich brauche solche Termine eigentlich auch immer. Also Okay. ich finde das auch immer gut, wenn es irgendwelche Deadlines gibt. Kenne ich. Kenne Zum ich. Glück gibt es in der Musikindustrie ja nicht so viele Deadlines, die so eng getaktet sind, ne? Henning. Eigentlich ist immer alles bis gestern. Genau, am liebsten bis gestern, aber die Files kommen erst morgen. So, von daher. Ja. Aber Ja. lass uns nicht dahin abschweifen. Vielleicht Nein. bleiben wir kurz genau bei dem Workshop. Ja, erzählt mal, vielleicht, womit wollt ihr anfangen? Mit welchem Song? Ja, wir fangen mit der Bernhard Brink-Produktion an. Bernhard Brink ist eben genauso ein Fall über das, was wir gerade so gesprochen haben. Wir haben jetzt zwar das Thema Popschlagerproduktion, weil wir in diesem Bereich auch einfach gerade sehr viel machen und sich das über die Zeit so dahin entwickelt hat. Tatsächlich erfährt der Schlager auch seit einigen Jahren einen enormen Boom. Ist fast das einzige Genre, was noch im Fernsehen stattfindet. Und auch tatsächlich von sehr vielen jungen Leuten und einer aufstrebenden, nachfolgenden Generation gehört wird. Also es ist schon lange raus aus dieser muffigen Ecke, die es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren hatte. Und Thema ist ja auch schon Popschlager. Das heißt, da ist ja im Wort schon die Zusammenführung dieser beiden Genres beschrieben, dass eben Pop und Schlager immer mehr zusammenwachsen. Und man häufig vielleicht noch am Text oder am Interpreten oder an der Art und Weise des Songs noch ausmachen kann oder eine feine Linie ziehen kann, wo hört der Pop auf, wo fängt der Schlager an oder wo hört der Schlager auf und wo fängt der Pop an. Aber diese grundsätzliche Arbeitsweise, die durchzieht dann doch alle Projekte und das könnte jetzt auch, das, was wir machen, könnte jetzt auch im Endergebnis was anderes sein. Wir machen ja auch durchaus noch andere Stilistiken, aber diese Arbeitsweise, und auf die wollen wir heute so sehr hinaus, wie wir da zusammenarbeiten, wie wir Projekte angehen, die ist einfach immer die gleiche und lässt sich schön auf andere Projekte übertragen. Und jetzt haben wir halt den Bernhard Brink als Beispiel einfach da. Bernhard habe ich glaube, 2015 oder 2016 oder noch eher, 2014 vielleicht auch schon kennengelernt. Und wir haben seitdem jetzt arbeiten wir an, ich glaube, fürs vierte Album zusammen. Und Hintergrund ist der, Bernhard Brink ist seit den 70er Jahren, ist er immer im Schlager dabei gewesen, durch alle Jahrzehnte. Er hat die Höhen und Tiefen alles mitgemacht und er ist, wie er selber auch sagt, er ist immer noch da. So, er ist der Junge von den Alten und er ist immer noch am Start. Und das stimmt auch, wenn man sich seine Facebook-Seite anschaut, der ist einfach immer in Action. Irgendwas macht er da gerade immer. Bernhard als Typ ist einfach ein kantiger, echter Kerl, so würde ich ihn beschreiben. Und genauso soll dann eben auch die Musik sein. Und über solche Sachen muss man sich dann wirklich im Vorhinein schon mal ein paar Gedanken machen, wie es denn klingen soll. Und da findet dann auch intensiver Austausch statt. Bernhard ist, glaube ich, auf uns damals als Unheilig-Team zugekommen, weil er so diese leichte melancholische Note, die in den Unheilig-Songs war, gemocht hat und weil eben auch da immer ein kerniger Kern eben drin war oder ein paar kantigere Sounds oder was auch immer. So, was so eine etwas andere Stimmung gemacht hat, als man es vielleicht damals noch von dem klassischen Schlager kennt. Und das ist auch der Ansatzpunkt, der sich auch bis heute durchzieht. Das heißt, wir wollen natürlich irgendwie modern klingen. Wir haben elektronische Drum-Sounds, es ist meistens ein Four-to-the-Floor-Beat. Wir haben aber auch da drin trotzdem vielleicht rockige Gitarren, wahrscheinlich sogar mehr, als man denken mag. Das gucken wir uns auch gleich an. Überhaupt so eine ja, leichte Melancholik, die sich auch durch diese Songs zieht, die weit weg sind vielleicht von diesem Mallorca-Schlager, den Leute sofort im Kopf haben, wenn die einfach auch schon nur das Wort Schlager hören. Ja. Und den Song, bevor ich hier noch weiter lange rede, den spielen wir euch jetzt hier einmal an. Ich habe die Cubase Session mitgebracht. Das ist Ja. also der, das ist der finale Mix. Ja. Sag mal, Henning, ich habe eine Frage. Ich sehe hier nämlich gerade,
das Audio bei mir nicht ankommt. Vielleicht checkst du noch mal kurz. Ja, ich habe auch noch nicht Play gedrückt. Ja. Warte, mache ich jetzt mal. Dann können wir auch, ich lasse den dann laufen, oder? Genau, ich glaube, dass das Plugin aber nicht verbunden ist. Zumindest habe ich hier keine Connection. Ah ja, okay. Dann gucken wir noch mal rein. Wie das halt so ist mit dem Internet, muss das Audio gestreamt werden. Jetzt bin ich ja locked in, aber you were locked out. Try again. Dann machen wir das nochmal. So, wunderbar. Das scheint zu funktionieren. Alles klar. So, und dann spiele ich auch diesen Song jetzt einfach mal an. Tage gehen vorbei und Träume sie pflastern unseren Weg. Vieles geht verloren und Neues macht alles anders, doch wir sind bereit. Halt die Stunden nicht in Demut an, lass sie fliegen, denn alles fängt neu an. Zeit, die bedauert jeden Augenblick, kommt irgendwann einmal zurück. Die Macht der Gezeiten hält niemand an, ich glaub dran, denn alles ist ewig. Des Lebens, den Moment, der dich unsterblich macht, jeden Tag aufs Neue. Komm, wirf deine Träume mit mir in den Wind, was auch kommt, ist längst schon vorbestimmt. Glaub an Wunder, dass alles neu beginnt. Zeit, die bedauert jeden Augenblick, kommt irgendwann einmal zurück. Die Macht der Gezeiten hält niemand an, ich glaub dran, denn alles ist ewig. Für immer wir. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Der Song, da sind wir auch schon wieder im Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, ist geschrieben worden von Alexander Scholz und Vincent Groß. Vincent Groß selber ein aufstrebender Schlagerstar. Und die haben wir dann ja auch nicht gesehen, sondern wir haben den Song bekommen. Wir haben auch mit Alexander, mit Alex, schöne Grüße an diese Stelle, falls er das sieht oder irgendwann mal sieht, auch schon im Team geschrieben. Aber wie Christoph es vorhin schon beschrieben hat, alle sitzen irgendwo versetzt und arbeiten. So, und dann werden für ein neues Album werden Songs gesucht, die kommen über Musikverlage oder über private Kontakte. Oder wir schreiben auch selber Sachen und die wandern alle in einen Pool, den sich Bernhard dann anhört, zusammen mit seinem Management, mit seiner Plattenfirma. Und dann wird eine Auswahl getroffen, welche Songs denn wohl für ein Album in Frage kommen. Da geht es dann nicht immer nur darum, sind das alles Single-Kandidaten oder so, sondern dass es auch insgesamt eine homogene Zusammenstellung ist. Mhm. Und wir bekommen dann wiederum das Demo und das Demo kann ich ja auch anspielen. Das war dann das hier. Tage gehen vorbei und Träume sie pflastern unseren Weg in eine neue Zeit. Vieles geht verloren
Das macht alles anders, doch wir sind bereit. Halt die Stunden nicht in Demut an. Lass sie fliegen, denn alles fängt neu an. Die Zeit überdauert jeden Augenblick. Kommt und so weiter und so weiter. Mhm. Bei diesen Demos geht es ja tatsächlich immer nur darum, den Song zu so ein bisschen zu präsentieren, zu zeigen, was es so ungefähr sein kann. Also da geht es überhaupt nicht darum, dass er irgendwie schon ausproduziert ist oder so, sondern dass man den Songkern erkennt und sich ungefähr ausmalen kann, was denn da noch passieren kann. Das heißt, es sind einfach nur Grundfunktionen drin. Es wird ein Pad gespielt, ja. Darüber wird gesungen. Also im Prinzip geht es um die Akkorde, um den Text, um die Melodie und vielleicht noch ein bisschen um ein grundsätzliches Soundbild. Und dann liegt es eben an uns, das weiter auszuarbeiten. Was ich an der Stelle auch immer wieder interessant finde, da wir ja einige Alben schon gemacht haben, in welchen unterschiedlichen Qualitäten man Demosongs bekommt. Ich kriege auch immer oft die Frage, ja, wie weit muss ich meinen Song machen, damit ich ihn quasi wegschicken kann oder damit ich ihn anbieten kann. Und da gibt es tatsächlich einfach keine Regel. Manchmal kriegt man einen Klavierpattern mit Gesang. Manchmal habe ich es auch schon gehabt, dass man als Team einfach nur die Idee von einem Song präsentiert, also textlich oder geschichtlich. Mhm. Und darauf schon sagt, ja cool, mach das doch mal. Und manchmal kriegt man schon hier teilweise fertige Songs, wo man denkt, ja, was soll ich denn da jetzt als Arrangeur noch großartig verbessern? Im Prinzip muss ich den Song jetzt erstmal nachbauen, um da auf dem Level anzukommen. Und da kann man sich, glaube ich, einfach nur merken, wenn man das Gefühl hat, man präsentiert seinen Song, Melodie, Text und die Struktur, dann hat man eigentlich schon alle Haken gesetzt und alles, was on top drauf kommt, kann natürlich die Chance verbessern, so einen Song unterzukriegen, aber ist gar nicht zwingend gesagt, dass nur weil der Song ein bisschen weiter ausproduziert ist, dass er dann auch gepickt wird vom Label oder vom Künstler. Also wirklich den Fokus eher auf Text, Melodie und Songstruktur legen und alles andere ergibt sich dann schon. Und häufig wird dann sogar tatsächlich nur eine Strophe, ein Refrain zum Beispiel gemacht, in so einem ersten Stadium, weil man sagt, wenn das schon nicht ankommt, dann braucht man sich ja gar nicht mehr die Arbeit machen, das noch weiterzuführen. Oder wenn eben das Feedback kommt, oh, das gefällt uns gut, arbeitet man an der Stelle weiter, dass man dann so einen Song eben weiter ausarbeitet, weil die Richtung schon mal gefällt oder so Grundsätzlichkeiten schon mal ausdiskutiert sind, bevor man dann halt vielleicht in eine falsche Richtung weiterarbeitet. Also so passiert das halt häufig. Ja, aber ich fand das jetzt interessant bei dem Demo, weil man hat den Song erkannt, genau. Aber die Qualität war halt einfach eine andere. Und völlig, das fand ich ein gutes Demo, weil man hat im Grunde schon verstanden, worum es bei dem Song geht, auch der Vibe und alles spricht so ein bisschen spricht die gleiche Sprache wie der fertige Song, aber es ist natürlich die Produktion ist noch nicht so weit. Das heißt, das Songwriting fand ich schon relativ gut und weit und so, dass die Idee deutlich zu verstehen ist. Vielleicht ganz kurz, der Gesang war jetzt jemand anders, ne? Ja, das war eben der Vincent. Das war der Songwriter. Genau. Genau. Das heißt, das ist dann auch natürlich, man kann ja ohne den eigentlichen Sänger ja irgendwie nicht Gesang aufnehmen, aber um so ein Layout zu machen, nur mal kurz zu Verständnis für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so den Bezug dazu haben, das kann schon mal sein. Das heißt, man würde sich jetzt nicht unbedingt eine Frauenstimme dafür suchen, um für einen männlichen Sänger ein Demo zu machen, sondern man würde schon vielleicht auch einen männlichen, der das vielleicht sogar so ein bisschen simuliert, eine tiefe Stimme oder sowas. Das gibt es auch, glaube ich, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Gibt es auch, kommt aber nicht immer gut an. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also manche Sänger finden das nicht so cool. Aber wenn sie quasi nachgemacht werden. Ja, genau. Ja, genau. Aber du hast schon recht. Und wo wir auch, ich schreibe ja auch ganz viele Songs mit Christian Geller zusammen und wir haben einfach inzwischen eine Liste, wo wir wissen, wie der höchste Ton von dem und dem Künstler ist, mit dem wir zusammenarbeiten. Damit man beim Songwriting schon einfach die Range von dem Sänger hat. Also da achtet man schon drauf, dass man guckt, okay, hat man vielleicht eine, passt die Stimmung schon, passt die Tonhöhe, kann er das überhaupt singen? Weil das war ja auch, glaube ich, unsere Diskussion, Henning, bei Bernhard immer, dass wir gesagt haben, wenn er den Song zum ersten Mal hört, dann muss er im Prinzip den schon mitsingen können, damit er sich da heimlich fühlt.
Wenn das jetzt irgendwie eine ganze Quinte oder so daneben liegt und er gar nicht in die Range reinkommt, dann fühlt er sich vielleicht beim ersten Hören auch einfach schon nicht so... Unwohl. Ja, unwohl genau. Einfach damit. Einfach ja. nicht so ein gutes Gefühl. Also da gehen schon einige Gedanken quasi da rein, bevor man so einen Song überhaupt anfängt. Ja, das finde ich... Ja, sorry. Nichtsdestotrotz ist es, kommt es trotzdem eben häufig vor, dass Songs gepickt werden, die dann aber nachträglich noch in eine andere Tonart transponiert genau. werden. Und das wird meistens im Vorfeld auch ausprobiert, dass geguckt wird. Das macht dann vielleicht ein Bernhard alleine oder man trifft sich einmal oder spricht das auch am Telefon ab, dass man einmal, die Songs kann man ja ganz schnell in Cubase rauf und runter pitchen. Das ist dann zwar das gesamte Demo, hört man natürlich schnell, aber um so Tonarten zu checken, ist das gut. Und dann guckt man vielleicht einen Ton höher, einen Halbton höher, einen Ganzton höher, plus 3, minus 5. Das probiert man dann aus und legt dann eine Tonart fest, in der man dann einfach weiterarbeitet. Und Songs haben, ja. Und das kann vor allen Dingen auch oft da passieren. Ich sehe gerade eine Frage aus dem Chat, wo kann man seine Songs in Klammern nochmal anbieten? Die Situation haben wir natürlich auch oft, dass man einen fertigen Song rumliegen hat, aber der Künstler, für den man ihn gedacht hat, hat gerade nicht gepasst, hat ihm nicht gefallen oder so. Und natürlich kann man die Songs dann einfach ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder zwei Jahre später einfach nochmal jemandem anbieten, wo man denkt, ach, ich hatte doch hier einen Song und der Künstler passt vielleicht. Und wenn man dann natürlich in dem Moment keine weibliche Stimme für einen weiblichen Sänger hat oder das in der falschen Tonart ist, dann würde ich mir auch den Aufwand sparen und einfach sagen, komm, ich schicke den erstmal zum Label oder zum Künstler. Und wenn dann Interesse besteht, kann man ja immer noch quasi das Feintuning machen. Ja, denn allein dadurch, dass vielleicht ein Song einmal nicht genommen wurde, ist der Song ja nicht gleich schlecht. Genau. Sondern der hat vielleicht einfach entweder nicht zum Interpreten gepasst oder auch tatsächlich aktuell einfach nicht gepasst. Und beim nächsten Album passt er doch. Das sind also wirklich von Befindlichkeiten bis Songs, die sonst auch schon da liegen. Da gibt es also wirklich viele Gründe. Und man darf sich davon nicht entmutigen lassen. So. Ja, ich finde das ja. total spannend, dass ihr sagt und das auch nochmal beschreibt, dass ihr den Vibe und die Range des Künstlers auch irgendwie natürlich in Betracht ziehen müsst und auch irgendwie, das muss schon auch von vornherein passen. Das ist vielleicht auch für jüngere, unerfahrene Leute nicht ganz unwichtig, dass man, wenn man einen Song für einen bestimmten Künstler hat, jetzt wer auch immer es sei, dass man sich da ein bisschen reinhört, was macht er denn überhaupt für einen Style, wie ist die Rhythmik, wie ist die Range und so weiter und so fort, dass man nicht irgendwas macht, was komplett daneben ist, sag ich mal, weil es natürlich die Gefahr oder die Chance, dass es genommen wird, wird dadurch ja natürlich minimiert quasi oder kleiner. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und man kann auch genau diese Punkte kann man auch auf die Produktion beziehen. Also genau. Natürlich hören wir uns bei diesen Stilen ja auch da einmal in den Interpreten rein, was hat er vorher gemacht, was ist so der grundsätzliche Sound. Bei Bernhard haben wir gerade schon gesagt, es darf eben durchaus auch, dürfen kernigere Sounds rein. Er hat auch eine kernige männliche Stimme. Da passt dann nicht, da passt dann vielleicht nicht was zu, was vielleicht sonst eine Helene Fischer singen würde. So, und das muss man immer so ein bisschen austarieren und sich auch natürlich grundsätzlich in die aktuellen Trends so reinhören. Also was ist denn sonst gerade am Markt? Wie klingt denn der Schlager heute? Wie klingt er vielleicht in zwei Jahren und wie hat er vor 5 Jahren geklungen? Und wie will man heute absolut gar nicht mehr klingen? So, da muss man sich dann tatsächlich immer reinhören und das ist auch wieder Genre unabhängig. Also würden wir jetzt eine andere Produktion machen, würden wir exakt genauso vorgehen. Reinhören, versuchen zu analysieren, was braucht es, was braucht der Künstler, was braucht die Produktion und dann sich da herantasten. Und wir können ja auch mal, ja, wir können ja auch einmal auf die Produktionsansicht wieder switchen, weil man da eben auch diesen grundsätzlichen Aufbau von solchen Produktionen sieht. Also man sieht hier jetzt relativ wenige Spuren, das stimmt aber nicht, weil das eben alles Ordner sind. Das hier ist zum Beispiel der Drum-Ordner. Wenn ich den aufklappe, sieht man hier das gesamte Drum-Programming. Sieht man 5 Schlagzeuger in einem. Quasi, ja. Gefühlt.
Ganz kurz nur zu den, es gab ein, zwei Fragen. Natürlich. Wir werden zwischendurch ein, zwei Fragen mal reinbringen. Ihr könnt gerne für alle Zuschauer die Fragen in die Comments hier reinschreiben oder natürlich auch in den Chat. Wir werden die immer reinbringen, wenn es soweit passt. Würden aber sonst Fragen auch einfach ein bisschen nach hinten stellen für Q&As, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem aktuellen, was Henning oder Christoph erzählt, zu tun hat. Wenn ihr aber Lust habt, können wir ja ganz kurz die paar Fragen jetzt, wir haben jetzt ein, zwei drin natürlich. Gehabt, vielleicht einfach kurz durchgehen, dann sind die Leute auch ein bisschen nicht ganz so verloren, wenn die Antwort dann kommt. Ja. Ihr seht ja die Fragen, die werden ja unten eingeblendet. Mhm. Lightman fragt dann, wenn ihr so ein Demo bekommt, haltet ihr euch dann an diese Vorlagen oder macht das eventuell Sinn, etwas völlig anderes daraus zu machen? Kommt drauf so an. So. Es kommt drauf an, gut, beantwortet. Es ist schwierig zu beantworten. Ich sag mal so, in dem Fall, was wir jetzt haben, von Alles ist ewig, da war die Demo natürlich jetzt noch nicht so weit, dass man gesagt hat, ach cool, jetzt muss ich wirklich eins zu eins den Song nachbauen. Da hat man dann schon seine Freiheiten, ja, damit ein bisschen kreativer umzugehen. Und ich arrangiere ja hauptsächlich und das heißt, ich kriege ja einen Haufen Demos immer, an denen ich arbeite. Ich versuche da tatsächlich, ja, so blöd es klingt, wenn ich das Gefühl habe, ich würde es anders machen, dann probiere ich das einfach erstmal. Weil bevor so ein Arrangement oder so ein Song dann zum Künstler geht, geht es ja meistens erstmal zum Produzenten oder wenn ich den Song selber produziere, zu einem A&R oder irgendeinem anderen oder ich zeige es nochmal einem meinem Mitsongwriter. Und wenn man dann schon hört, nee, du, das muss genauso wie in der Demo, mach das mal wieder anders, gut, dann mache ich es halt wieder anders. Aber es gab auch schon viele Sachen, wo man einfach sein Ding macht, weil man einfach in dem Moment das Gefühl hat, das passt so. Ja, und auch bei diesem Song war es zum Beispiel so, dass das ein typischer Strophe-Refrain-Song war, der dann auch einfach aufgehört hat. Und wir haben den dann quasi auf eine Songlänge verlängert. Durchaus nochmal umarrangiert, dass es zum Beispiel auch dann durch Bernhards Einwände heißt, an der Stelle hätte ich aber lieber, dass doch die Kick durchläuft oder was auch immer und man sich dann so langsam durch dieses Arrangement vorarbeitet. So. Und dass man etwas total anderes rausmacht, meistens gibt der Song eine Art Grundstimmung vor, die man irgendwie versucht zu bedienen. Und was dann was total anderes rauszumachen, kann auch sehr gefährlich sein, weil es dann heißt so, das haben wir uns ja total anders vorgestellt. Oder ist richtig gut, aber das würde ich tatsächlich nur in direkter Absprache machen und nicht einfach so loslegen. Also das macht man dann wirklich nur, wenn man wirklich das Gefühl hat, hey, das passt hier irgendwie nicht. So, das kriegen wir besser hin oder anders. Und Standard. Ja, und was wir tatsächlich aber immer beibehalten oder zu 90% würde ich sagen, wenn irgendwelche Lied oder Hooks einfach vorkommen. Weil man da, wenn man, gerade wenn man den Song nicht selber geschrieben hat, natürlich dem Songwriter jetzt nicht da seine Melodien ändern will. da muss man dann schon ein bisschen, da macht man das dann wirklich auch nur, wenn man denkt, okay, ich kann es jetzt auch wirklich verbessern. Das macht man dann nicht, um einfach das Gefühl zu haben, ich habe hier jetzt aber auch noch ein bisschen was dran geschraubt. So, wenn da eine Hook ist, die super ist oder ein Piano-Intro, dann, ja gut, dann macht man es halt genauso. Ja. Und zu den Standardänderungen gehören natürlich sowas wie vorhin, dass man den Song vielleicht transponiert, weil man den in eine bessere Lage packt für den jeweiligen Interpreten oder dass man auch am Tempo gerne nochmal was ändert, den ein bisschen schneller macht, doch ein bisschen langsamer. Das sind so grundsätzliche Sachen. Oder wie gesagt, der Song besteht nur aus einer Strophe, einem Refrain, dass man den dann quasi bis zum Ende durcharrangiert oder dass er aber auch vielleicht eine Form hat, die dann aber auf Dauer vielleicht langweilig wirkt oder was und man da dann nochmal eingreift. Also dass man so diese Parts vielleicht ein bisschen verschiebt. So. Aber das sind so die grundsätzlichen Sachen, die man erstmal mit dem Demo so macht. Dass man nicht ganz so sehr ins Detail geht, wenn es nicht sein muss, weil der Song ja im Grunde schon was mitbringt. Sondern ich sage jetzt mal so, wenn du das Tempo änderst und transponierst, dann ist der Song ja so, wie er ist, im Grunde. Genau. Weil dafür hat man den Song ja ausgewählt. Wenn er wahrscheinlich nicht gut genug ist, dann wählt man einfach einen anderen aus, anstatt zu sagen, okay, der ist nicht gut genug. Und wir gehen jetzt ans Grundgerüst dran, um ihn komplett auf links zu ziehen. Weil ich glaube, das ist dann einfach zu viel Arbeit und das Ergebnis entspricht nicht dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Ne? Sondern vor allen Dingen bei so einem Künstler, der dann wahrscheinlich 30, 40 Songs oder mehr in so einem Pool hat,
dann konzentriert locker. Man sich einfach auf locker oder 2000, da gibt es ja auch, dass man dann einfach sagt, hey, okay, wir nehmen einfach den besseren Song davon oder wir nehmen die besseren Songs und gucken dann, dass wir die Feinabstimmung eher machen, als dass wir komplett was anderes draus machen. Mhm. Ne? Doch, genau, vielleicht können wir die anderen zwei, drei Fragen noch schnell durchgehen, die passen ganz gut. Sven schreibt, ich würde gern wissen, wie ich beim Partyschlager die Kick programmiere. Nutzt ihr eine einfache 909 oder modifiziert ihr die oder was ist? Ja, kann ich direkt zeigen. Also entweder bedient man sich an Portalen wie Splice. Splice ist heute so ein Standard-Tool geworden, weil da einfach immer moderne Sounds drauf sind. Es ist ein Abo-Modell. Man zahlt dann einen bestimmten Betrag im Monat und kann dann so und so viele Samples runterladen. Und da klickt man sich durch die Dance-Styles. Einen eigenen Schlager-Style gibt es da nicht bei Splice. Aber wie gesagt, der aktuelle Schlager, Pop-Schlager und auch Partyschlager orientiert sich schon auch am aktuellen Dance. Hängt vielleicht manchmal ein bisschen hinterher, aber grundsätzlich kann man mit so einer Elektrohaus-Kick kommt man da auch sehr weit. Und was wir jetzt hier in dem Projekt verwendet haben, das ist auch ein Dance-Tool. Ich klappe mal die Drums hier auf. Man sieht hier oben, es ist alles Audio, weil immer der Punkt kommt, wo wir alles rendern, damit man auch nur noch mit Audio hier zu tun hat und nicht noch der Rechner zusätzlich belastet wird von VST-Instrumenten. Deswegen ist diese Session hier, weil ich jetzt hier auch unsere ganzen Programmings reingeladen habe, ein bisschen überbordernd und ich habe hier die Instrumente ausgeschaltet, aber kann sie sukzessive wieder anmachen und muss hoffen, dass der Rechner dabei dann nicht abschmiert. Und in diesem Fall ist es hier die Sonic Academy Kick. Das ist noch die alte Version von dem Plugin. Es gibt inzwischen eine neue Kick 2, heißt sie, ist ein bisschen stylischer noch aufgemacht. In dem Fall war es noch die Kick. Und das ist zum Beispiel ein Tool, was im Dance sehr beliebt ist, weil es einfach eine Sinusschwingung abspielt, die sozusagen die Subfrequenz macht. Und die wird ergänzt durch ein Top-Kick-Sample, was man hier auswählen kann. Und man kann dann die Länge der Kick einstellen, man kann die Tonhöhe exakt einstellen, man kann den Tonhöhenverlauf exakt einstellen und sich so seine eigene passende Kick für den Track programmieren. Und das ist die Nicky Romero Edition. Nicky Romero, selber Dance-Artist, aber auch Ghost-Producer für viele große Dance-Künstler. Da bedienen wir uns also auch tatsächlich einfach rein am Dance. Es ist keine eigene Kategorie. Mhm. Also ihr guckt dann einfach, wie es passt und wo. Ihr macht euch wahrscheinlich nicht so viele Gedanken, wo ihr was hernimmt, sondern einfach, hey, wenn es passt gerade, dann nehme ich das auch aus einem Dance-Track oder aus einem Dance-Portal oder aus einem Dance-Track oder so gesehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, zu 90% der Drum-Sounds gerade, die sind eigentlich klassische Dance-Sounds, würde ich jetzt mal schätzen. Weil, ja, die bringen einfach schon diese Modernität mit, die wir ja oft auch einfach haben wollen. Wenn ich mir jetzt hier ein Yamaha PSX-Keyboard hinstelle und da einen Dance-Beat anmache, kann ich den auch samplen, aber dann gibt das nicht die gleiche Modernität, die wir eigentlich haben wollen. Und da tut es eigentlich immer gut, diese ganz modernen Sounds zu nehmen. Ja, das kann aus einem Future House Pack sein oder aus einem Dance Pack. Das ist im Prinzip dann erstmal egal. Aber ich finde, das macht auch die Mischung aus. Halt, ne? Die gehen schon auch in die richtige Richtung. Macht euch die Arbeit natürlich insofern auch einfacher. Ihr müsst sie nicht auf links ziehen. Genau. Ne, ich meine, wenn jetzt, das ist ja immer das Spannende, du könntest natürlich jetzt auch ganz vorne anfangen und den Kickdrum bei dir im Raum aufbauen, einmal treten, aufnehmen und dann erstmal dahin schrauben über 5 Tage, Wochen. Ich weiß nicht, wie lange man da so braucht, um die dahin zu drehen. Aber man sucht sich sonst eher den Sound einfach aus, wie man den halt braucht. Richtig. Genau, und dann ergänzt man den halt gegebenenfalls durch Processing oder durch weitere Layer, wie wir es auch, glaube ich, in dem Song gemacht haben. Und um diese Frage dann auch ganz klar zu beantworten, mit der klassischen 909-Kick kommt man da auch nicht mehr weit. Tatsächlich. Nee, tatsächlich. So, auch nicht mit Nachbearbeitung. So, die Dance-Sounds haben sich einfach im Laufe der Zeit gewandelt
Und diese klassische 909 hat einfach nicht diesen Impact, auch nicht, wenn man die mit EQ und so weiter bearbeitet. Das sind heute andere Frequenzen, die da gefragt sind, tatsächlich. Ja, und die muss man, das muss man einfach mit einem passenden Grundsample schon bedienen. Anders kriegt man es nicht hin. Ich möchte mal, um diesen Vergleich zum aktuellen Dance zu ziehen, hier einmal mal ein paar Spuren einfach auf Solo schalten, weil wenn ich hier diese Kick mal Solo laufen lasse, kommt sie an? Hört man sie? Achso, ich bin noch, warte einen Moment, jetzt aber. So. Wir haben in dem Fall, das ist aber jetzt nur noch nettes Beiwerk, diese Grundkick, die haben wir gerendert und dann noch um eine Top-Kick und noch eine weitere Attack-Kick ergänzt, um einfach noch ein bisschen mehr Transienten und Attack da reinzubekommen. Es ist also nicht bei der reinen Kick, bei diesem reinen Kick-Plugin geblieben. Und das ist auch was sich durch die gesamte Produktion durchzieht. Das sieht hier einfach nach unheimlich viel aus. Aber wir haben hier, keine Ahnung, 8, 9 Snares, die laufen, eine Handvoll Claps, die gelayert sind. Und das sorgt einfach dann für einen eigenen und auch speziellen und vielleicht auch dicken Sound. Ich persönlich stehe auch auf Wall of Sound, das muss ich schon zugeben. Aber im Prinzip haben die einfach die Funktion Kick, Snare, Clap, Hi-Hats, bisschen Percussion. Mehr ist es eigentlich nicht, nur dass es eben so viel gelayert ist und deswegen sieht es so aus. So, wir haben jetzt hier also die Kick. Dann habe ich hier zum Beispiel, wo sind sie hin? Pre-Shifted Snare. Das ist auch einfach, ich glaube, aus dem Kashmir-Pack. Claps. So, die sind nicht ganz genau auf der 2 und 4, sondern die haben einfach noch so einen leichte Einschwingphase davor, die halt direkt, auch wenn ich nur Kick und Snare laufen lasse, so ein Groove bilden. Mhm. Das ist also, im Moment ist es ein rein klassischer Dance-Track. Wenn ich dann jetzt hier mal auf den Basswechsel oder, na, was haben wir hier? So, hier habe ich einen Sound, der nennt sich Getter Plug. Wenn ich den jetzt mal noch mit dazu nehme und lasse das laufen. Und würde das jetzt so instrumental weiterlaufen lassen, kann das alles sein, was in irgendeine David Guetta-mäßige Richtung geht, aber man würde jetzt nicht direkt Bernhard Brink dahinter vermuten. Das klingt überhaupt nicht nach Schlager, ehrlich gesagt. Genau. Und das ist ja eigentlich auch der Witz dabei, dass man sich eben an modernen Stilistiken bedient, aber es kommen dann eben doch Komponenten dazu, die es wieder Schlager machen. So, und das sind zum Beispiel etwas klingeligeling-mäßige Pianospuren oder also ein paar mehr glitzernde Sounds oder noch mehr Percussion. Allein wenn ich jetzt hier noch ein paar Top-Loops dazu schalte. Gut, klingt immer noch ein bisschen dancig, aber nehmen wir noch ein paar weitere Elemente mit dazu. Jetzt hat das schon gar nichts mehr mit David Guetta zu tun. Und das liegt wirklich nur an diesen Top-Lines, die da noch so mit dazukommen. Alles, was so diesen klassischen, trockenen Dance-Beat umspielt. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Essenz von modernem Popschlager. Mhm. Im Prinzip baut man sich so aus verschiedenen Stilen was zusammen. Und im Endeffekt sind es dann die Details, die das dann wieder differenzieren zwischen den Künstlern. Also wenn man das Beispiel jetzt behält, wie es gerade ist, das könnte ja immer noch jeder beliebige Schlagerkünstler sein. Also es ist jetzt immer noch nicht eine Bernhard Brink-Nummer. Ja. Dafür müssen wir dann wirklich noch mehr Synths und am Ende unbedingt die Gitarren reinmachen, damit das dann ja plötzlich von, das ist einfach eine ganz normale Schlagerproduktion zu, okay, es klingt jetzt eher nach Bernhard Brink. Richtig. Ja. Und
Also du kannst ja vielleicht einfach mal die Gitarren dazu anmachen, dann kriegt man, glaube ich, schon einen ganz guten, ja, ganz genau, guten Eindruck. Ne? Ich gehe jetzt mal einmal nur auf die Gitarren und suche mir jetzt hier auch eine Stelle raus, wo viel gespielt wird. Ja. So, was hört man hier? Man hört im Chorus hört man tatsächlich eine Achtel Brettgitarre. Tatsächlich was für kernigen Schlager mit männlichen Artists tatsächlich immer noch steht. Die ist natürlich subtil drunter gemischt, aber trotzdem gibt sie so ein leichtes Rockfeel, weil es einfach so steady Achtel sind, auch mit einem durchaus sehr verzerrten Sound. In der Strophe hat man wiederum tatsächlich sehr viele Pop-Elemente gehört. Also cleane Gitarren oder auch ostinate Linien, die so einfach eine bestimmte Klangfarbe noch hinzufügen, die durchaus auch in einem Popsong genauso stattfinden könnten. Und diese Gitarren sind tatsächlich sehr wichtig, gerade für so eine Bernhard Brink-Produktion, weil sie sowas Organisches, Echtes und ein bisschen Bandmäßiges noch mit in das ganze Flair reinbringen. Die Gitarren hat uns alle der Vati gespielt. Vielleicht guckt ihr auch zu. Dann hier auch nochmal Grüße an dich. Auch ein Sound- und Recording-Kollege von uns, der auch bei den Deconstructed-Videos, wenn wir Gitarren brauchen, diese einspielt. Auch der arbeitet von zu Hause aus. Wir machen MIDI-Layouts, schicken ihm das zu und er spielt sie dann. Viele Layouts machen wir tatsächlich noch mit dem klassischen Virtual Guitarist. Den traue ich mich jetzt hier nicht aufzumachen. aber der spielt hier zum Beispiel noch diese Achtel mit dazu. Und das sind auch durchaus Sounds, die dann einfach bis zum Ende drin bleiben. Also richtig. Wir haben einige unechte Gitarren auch einfach in den Produktionen ganz zum Schluss dabei. Der Vati spielt dann zum Beispiel hier diese Akustikgitarre. Klingt auch sehr dancig, wenn ich mal die ganzen Plugins dazu ausmache, hört man dann einfach, was er gespielt hat. So, das ist ein bisschen Lagerfeuer und das braucht in der Produktion niemand, kein Lagerfeuer, aber diese Gitarre, die brauchen wir schon. Allein schon für den organischeren Vibe. Und was wir da dann an Plugins drauf haben, sind auch Klassiker. Zum Beispiel hier das Chris Lord Alge Tool, was einfach auf die Schnelle Kompression, EQ und Hall macht. Und für den David Guetta-mäßigen gedackten Dance-Sound muss der Sound auf jeden Fall mega komprimiert sein. Also hier Kompression einfach voll reingedreht. Danach haben wir das Nicky Romero Kickstart Plugin. Das ist ähnlich wie das LFO-Tool, ein Tool, was allein durch Lautstärke diesen klassischen Sidechain-Kompressor, dieses Sidechain-Kompressor-Pumpen imitiert. Und wird genauso im Dance eingesetzt, in diesem Fall auf dieser Gitarre. Und dann haben wir noch ein bisschen EQ hinten dran, was aber eher technischer Natur ist. Und hier noch ein paar fiese Frequenzen rausnimmt, die vielleicht auch durch die Kompression hochgekommen sind. Und wenn man das da alles wieder anmacht, ist man halt in so einem schönen, pumpigen, drivigen Feel, was das Beste aus allen Welten verbindet, nämlich, dass wir eine organische Gitarre haben, Akustikgitarre sogar, aber dass sie trotzdem irgendwie modern und dancig klingt. Und wenn man dann noch quasi die Kick auch wieder dazu anmacht, dann kommt einem das Ducking gar nicht mehr so komisch vor. Dann macht das plötzlich auch Sinn. Genau, ich kann ja einmal das komplette Playback hier anmachen, mach die Vocals mal aus. Dann klingt es an der Stelle so. Machst du extra laut.
und alles fliegt. Klingt auf jeden Fall nach Schlager. Ja, und, genau. Und gerade die ganzen Synthesizer-Abteilungen, da muss man dann natürlich schon auch schauen, dass man schlagerähnliche Elemente verwendet, die aber auch ganz oft nicht unbedingt durch die Sounds wiederkommen, sondern eher durch das, was man spielt oder durch das, wie der Song aufgebaut ist. Weil natürlich verwenden wir auch ganz normale, danceige Plug-Sounds. Aber wenn man die irgendwie, ja, wenn man die Akkorde ein bisschen deutlicher herausarbeitet oder Melodien spielt, dann wirkt das auf einmal ein bisschen schlageresk. Durch die modernen Sounds hat es dann aber trotzdem irgendwie einen coolen Touch. Ja, ich kann ja dazu einmal hier das Intro anmachen. Das klingt so. Und da sticht eben vor allem einmal natürlich diese Top-Piano-Line irgendwie raus. Und dann ist so eine wabernde Sequenz noch darunter. Und wenn ich die jetzt hier mal alle solo stelle, mal gucken, ob ich sie hiermit schon kriege. Ja, das ist dann das hier, was da läuft. Das heißt, da ist im Sound selber ist schon so viel Bewegung drin, dass die ganze Zeit irgendwas was pulsiert, irgendwelche Frequenzen, hell klingende Frequenzen kommen dadurch. Es ist nicht nur einfach dieses Klavier. Wenn es einfach nur Klavier wäre, wäre es erstens zu langweilig, tatsächlich nicht so überbordernd strahlig und es würde auch tatsächlich diesem positiven Schlagercharakter so ein bisschen entgegenwirken. Mhm. Und dafür, also es sind alles tatsächlich Plugins, Klaviere meistens, zum Beispiel die Addictive Keys, die wir da nutzen, oder für diese ganzen Toplines ist das immer eine Mischung aus zum Beispiel Silent One, Serum, Spire, das sind Omnisphere, das sind so alles, oder Nexus, viel Nexus, für den es auch zwei so Après-Ski-Erweiterungen gibt, aber selbst die sind inzwischen ein bisschen aus der Mode. Alles, was da an neuen EDM-Packs und so kommt, das sind alles moderne Sounds, die dann in so einem Kontext eben auch richtig gut kommen. Ich will auch nochmal auf einen Punkt dabei hinaus, obwohl es so auch eine leicht melancholische Note hat, ist der Song natürlich trotzdem in Dur geschrieben, wie viele Schlagersongs. Und allein das macht auch tatsächlich eine Menge aus, dass wieder so ein positiver oder vielleicht auch so eine Schlagerassoziation da reinkommt. Also es ist nicht nur dann diese positive Melodie, sondern dass der Grundvibe eh schon sehr, sehr durig ist. Ja, okay, also das ist so eine Grundregel für Schlager. Auf jeden Fall. Ja, kann man schon sagen. Ich merke schon, die Zuschauer kriegen hier so bestimmte, wenn ich sage Stempel, aber so Grundregeln für Schlager, die man hier und da anwendet. Ne? Ich finde das total interessant, was ihr aus der Gitarre gemacht habt, die ja eigentlich so ein bisschen so Indie-mäßig ist. Und ja, genau. Ihr lasst sie pumpen und dadurch wirkt sie wieder danciger und viel, auch zum Teil künstlicher natürlich, was eine plastikmäßiger, ja. Was die Schlagerlampe so ein Stück weit mehr anmacht. Und wiederum das Danzige spielt ihr dann anders. Und dadurch wird das nicht so danzig, sondern ja, schmalziger oder ne, so, es kriegt so eine andere Kurve. Ja. Das finde ich halt sehr interessant, dass ihr im Grunde fremde Sachen nehmt und dann so verwurschtelt, dass es im Grunde ins Genre passt. Sehr spannend. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Wichtigste, weil wir immer versuchen, diese Pole zu behalten zwischen total Schlager, also weil man hat ja nun mal ein Schlagerpublikum, wenn man in so einem Genre arbeitet, aber trotzdem dem Anspruch und auch der aktuellen Zeit, dass man natürlich irgendwie eine Modernität mitbringen muss. Und deswegen gucken wir immer, welche Sounds kann man noch dazu packen, die es modern machen, aber gleichzeitig auch, welche Sounds machen es auch eher ein bisschen schlageriger. Zum Beispiel haben wir ganz oft irgendwelche Vocal Chops, gecuttete Vocal mit im Refrain oder in den Strophen, kurze Einwürfe. Ich glaube, hier im Intro haben wir auch so ein Vocal Sample, was ja, da im Hintergrund mit pulsiert. Und das ist dann eher ein Element, was man vielleicht aus dem ganz aktuellen Pop oder Dance kennt, und man es im ersten Moment in so einer Schlagerproduktion nicht erwartet, bringt aber so einen gewissen Vibe einfach mit im Hintergrund. Mhm. Hier.
Oder auch an einer anderen Stelle war das typische Indie, hey, so ein Sample, was einfach reinkommt. Genau. Das sind Sachen, die machen auch diese Stilistik eben wieder cooler und moderner. Und ich glaube, das liegt auch viel dran, weil auch Henning und ich, privat hören wir nicht unbedingt Schlager. Also Das sind dann alles. Ich bin schockiert. Das sind dann alles. Obwohl, also da muss ich ja einhaken, ich höre einfach gar nichts. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im Prinzip versucht man aus den Einflüssen, die man gerade aus anderen Genres kennt, die immer zu speichern und dann abzurufen, wenn man sie dann braucht. Ja. Hier war gerade noch eine Frage, die ich hier aus dem Augenwinkel gesehen habe, die sehr gut dazu passt. Und zwar fragt Simon, nutzt ihr, wenn es mal schnell gehen muss, auch mal die Après-Ski-Presets von Nexus? Nicht nur, wenn es schnell gehen muss, sondern immer. Und wie gesagt, auch nicht nur die Après-Ski-Erweiterungen, obwohl die sehr gut sind für den Nexus, sondern eben auch alles, was es sonst an EDM und Future House und sonst was für Erweiterungen gibt, weil da einfach moderne Sounds sind. Und wie man in der Produktion ja auch wieder sieht, selbst wie bei den Drums, wo wir viel gelayert haben, layern wir auch in sich, in jeder Funktion tatsächlich sehr viel. Also, dass wir nicht nur einen Lead-Sound haben, sondern dann immer gucken, was gibt es denn noch. Dazu ist ein guter Trick, quasi so ein Preset-Pack durchzugucken, zu schauen, der Sound gefällt mir gut, dann die Spur zu duplizieren, an der Stelle weitersuchen, bis man noch vielleicht was anderes gefunden hat oder eine andere Komponente und das einfach ein paar Mal macht. Und schon hat man einen Layer aus 5, 6, 7 Sounds und kann da nochmal gucken, braucht es die alle? Kann ich wieder welche muten? Mache ich mal einen lauter, einen leiser? Und schon hat man vielleicht eine Kombination gefunden, die absolut nicht mehr nach Preset-Pack klingt, sondern irgendwie eigen, aber trotzdem auf solchen Sounds basiert. Ja, hier gibt es auch tatsächlich eine Frage, die was mich jetzt so ein bisschen interessieren würde, ist, wie lange sitzt ihr an so einem Song? Weil das ist jetzt sehr aufwendig, was ihr da gezeigt habt. Ne? Es sind relativ viele Layer und so weiter und so fort. Das heißt, die anderen Songs, die ihr macht, die werden jetzt vielleicht ein bisschen einfacher oder komplizierter. Aber das ist ja schon auch so euer Ding, das mit Layering und das so eine gewisse Tiefe auch zu geben. Wie lange sitzt ihr an so einem Song, den ihr jetzt gerade gezeigt habt? Schwer zu sagen, weil es natürlich immer verschiedene Leute dran arbeiten. Sagen wir so, das Grundsetup für so einen Song sollte an einem Tag stehen. Also, dass man quasi vom Demo zu, hier haben wir was, was man sich zumindest schon mal anhören kann. Da kann man ungefähr einen Tag für veranschlagen. Aber was es dann doch in die Länge zieht, sind natürlich, es kommen Vocal Recordings dazu, es kommen viele Feedback-Schleifen dazu. Das heißt, der A&R möchte vielleicht auch was dazu sagen, der Künstler selber, hier wird nochmal was geändert, dann liegt der Song 2 Wochen, alle haben sich den einmal schön gehört oder rund gehört und dann kommt, lass uns doch nochmal das ausprobieren. Dann, selbst wenn wir die Gitarre nicht selber aufnehmen, wir müssen sie layouten, der Vati in dem Fall muss sie spielen, schickt sie wieder, es muss eingearbeitet werden, der Song muss gemixt werden. Also insgesamt sitzt man doch deutlich länger als die paar Tage dran und man kann es eigentlich vergleichen wie mit sonstigen klassischen Studioproduktionen auch. Wenn eine Band ins Studio kommt und 6 Wochen an einem Album arbeitet, wie es vor etlichen Jahren so gang und oder der Standard war, so ähnlich muss man auch mindestens mit einer Albumproduktion dann rechnen. Nur, dass sich das eben nicht mehr auf diese 6 Wochen konzentriert, sondern meistens über einen viel längeren Zeitraum, weil man erstens parallel an verschiedenen Projekten sitzt, weil der Künstler nicht einfach für 6 Wochen kommt, bis das Album fertig ist, sondern weil einfach peu à peu daran gearbeitet wird, auch an allen anderen Baustellen, vom Cover, Booklet, bis welches soll die erste Single sein und. Und meistens gibt es eine grobe Deadline, wo es heißt, wir möchten gerne beispielsweise, jetzt sind wir im Dezember, dass es dann heißt, wir möchten gerne im nächsten Mai oder Juni möchten wir veröffentlichen. Dafür brauchen wir das Album im März. Dann haben wir ungefähr 3 Monate Zeit, um das fertig zu machen. Mhm. Ja, und in der Zeit wird das dann auch irgendwie passieren. Muss. Ja, es ist tatsächlich auch immer nicht wirklich vorauszusagen. Manche Songs dauern einfach länger, manche Songs gehen einem so relativ locker von der Hand. Das ist wirklich. Und manchmal müssen Projekte auch in 2 Wochen durchgeboxt werden. Ja, genau. Oder noch schneller. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, das so pauschal zu beantworten, weil du sagst jetzt, ne, da kommen Feedbackschleifen dazu, A&R-Plattenfirma, dann Künstler doch irgendwie nochmal anders überlegt und so. Ja. Das heißt, das hat ja nichts mit dem Song fertig machen an sich zu tun, sondern es ist dann im Grunde nur so ein Hin und Her ausjonglieren, ne, abwiegen und so weiter und so fort, rein theoretisch. Aber trotzdem, das kann man, glaube ich, so festhalten, wenn man, wenn es so darum geht, auch so die eigenen Fähigkeiten oder die, den Punkt ein bisschen zu reflektieren, an dem man steht. Wenn jetzt jemand an so einem Arrangement irgendwie 2, 3, 4, 5 Wochen sitzt und immer mal peu à peu daran weiterarbeitet, dann ist das tatsächlich nicht schnell genug. Also gerade wenn man das auf vielleicht ein ganzes Album dann hochzieht. Also wenn man es schafft, tatsächlich mit dem Besteck, was man so hat, mit dem Soundvorrat, den man hat, mit dem man sich gut auskennen sollte, wenn man es dann schafft, von so einem Demo, was man bekommt, eine, sagen wir mal, annehmbare Grundproduktion zu bekommen und das so innerhalb von 1, 2 Tagen, dann liegt man da eigentlich auf einem ganz guten Level. Okay, also das ist schon sehr aufwendig, was man dann doch zum Schluss mit allen Beteiligten und machen muss. Ich musste gerade an Jazzproduktionen denken, die dann auch mal 1,5 Tagen aufgenommen und nochmal einen Tag mischen. Und wenn du 3 Tage brauchst fürs Album, dann ist schon lang. Das ist schon lang, ja. Ja, aber, in der Regel kommen solche Formationen ja vorbereitet ins Studio und spielen dann ihren Part und der muss einfach gut recorded werden. Und vielleicht wird nochmal ein Take wiederholt, aber im Grunde genommen ist klar, was passiert. Und wenn man jetzt so ein Demo da liegen hat, da ist überhaupt nicht klar, was passiert. Also da muss man da muss man erstmal gucken, was macht man denn da überhaupt? Und ist ja auch irgendwie in Personalunion oder wir sind zu zweit oder man holt sich noch weitere Hilfe von anderen Musikern dazu, aber im Grunde genommen ist es nicht so, dass da quasi eine Band im Proberaum steht und einen Song rund spielt und dann und das Arrangement erarbeitet wird und dann spielt man das ein. Das ist bei solchen Produktionen eben nicht so. Naja, ich denke, das ist auch zum Verständnis für die Zuschauer einfach so, dass man es einordnen kann, dass es da keinen richtigen Zeitrahmen gibt, an dem man sich orientieren kann. Ja. Sagt mal, habt ihr denn zu dem Song noch was ihr zeigen wollt oder sollen wir den anderen? Ja, eine Sache kann ich noch zeigen, weil sich das auch gleich in dem anderen Song, weil es da auch nochmal wiederkehrt. Grüße hier an den Christoph Leis-Bendorf, der hier die Chöre gesungen hat. Hier unten sehen wir die ganzen Vocals. Die sind alle in Gelb. Mhm. Dazu mache ich mal hier die anderen Ordner wieder zu. So, zack, Drums auch wieder zu. So, jetzt haben wir hier einfach noch die Vocals. Mit Bernhard ist es so, der kommt ins Studio, der hat vorher natürlich diese Grund-Setups, die wir gemacht haben, hat er schon mal gehört und im besten Fall auch abgesegnet, hört sich das an, arbeitet sich in die Songs rein und dann machen wir eine gezielte Aufnahmesession, wo er für ein paar Tage vorbeikommt und wir dann seine Vocals aufnehmen. Gerade im Schlager sind aber auch fulminante Backing-Chöre auch tatsächlich das A und O. Das kennt man auch noch aus schon seit den 70er Jahren, dass da immer irgendwas so im Hintergrund passiert. Der Hauptinterpret steht schön weit einfach vorne als der Solo-Artist oder der Frontmann und dann gibt es auf jeden Fall Backings und die sind meistens ganz recht versteckt im Playback, also nicht aufdringlich. Sie überlagern nie den Hauptsänger oder die Hauptsängerin. Aber sie sind eben da und sorgen eben nochmal für eine extra Portion Schönheit tatsächlich, muss man sagen. Wenn ich jetzt mal hier in diesen B-Part hier hinten gehe und ich mache mal nur die Chöre an, die noch mit dazu kommen, dann hört man das hier. Und das ist wirklich ein schönes Arrangement. Ja, wobei ich glaube, dass dein Plugin hat sich schon wieder verabschiedet. Ach so, okay, Moment. Du bist rausgeschmissen worden aus deinem Account. Da hat einer seine Rechnungen nicht bezahlt. Nee, jetzt bin ich wieder da. So. Denn alle
und Stopp. Das ist also wirklich sehr schön harmonisch aufgebaut, hat schon fast was Beach Boy-eskes. Das ist ja fast schon so Surfmusik. Schöne viele Harmonien, die Hauptstimme gedoppelt, eine Oktave dazu, noch separate Stimmen, Adlibs. Und die fallen in diesem Gesamtkontext von dem Song nicht auf, sind auch tatsächlich extra so ein bisschen nach hinten platziert, weil es, wie gesagt, ja, es geht ja um Bernhard Brink. Und Bernhard Brink hat eine sehr markante Stimme, die soll natürlich vorne stehen und alles andere soll ihn so umschmeicheln, ihm also ein schönes Bett legen, wo er sich so drauflegen kann. Und wenn man dieses Bett nicht hat, dann klingt es halt wieder viel mehr einfach nach einem Song. Aber wenn man solche Vocals addiert, eben auch tatsächlich mit schönen Harmonien, die vielleicht im Pop gar nicht mehr so gefragt sind, sondern hier haben wir es ja wirklich mit Dur und also wirklich Dur-Terzen mit Sechsten und so zu tun, die da gesungen werden und nicht, was im Pop schon so üblich ist, dass man so One-Note-Lines singt, die fast so Vocoder-mäßig den Song auffüllen. Es ist hier wirklich noch die richtig schöne Harmonie. Und das sorgt dann nochmal für zusätzliches positives Schlagerflair. Und so ein Chor macht den Song dann auch plötzlich ein Stück weit fertiger am Ende. Das finde ich auch immer wieder erstaunlich, wenn man so das Playback stehen hat mit dem Sänger drin. Aber wenn dann der Chor reinkommt, dann fügt sich irgendwie alles zusammen. Das ist auch irgendwie wie ein Bindeglied zwischen Playback und Sänger, habe ich oft das Gefühl. Und Christoph Leis-Bendorf, der macht da wirklich einen richtig guten Job. Das macht er auch schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Immer schön. Wollen wir mal ein paar Fragen beantworten oder wollen wir den Song noch wechseln? Genau, in der Zeit wechsle ich noch den Song. Ja, gerne. Christoph, du kannst einfach mal so, genau, so lange genau, fragen. Die Chöre werden, ich würde mal sagen, fast fertig editiert angeliefert. Da muss man jetzt nicht groß nachtunen oder so. Es kann aber schon mal sein, dass man hier und da mal die Längen noch anpasst, dass sie zur Hauptstimme passen oder die Esse aufeinandersetzen oder solche Kleinigkeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man noch einzelne Takes auswählen muss und so weiter, sondern da geht es dann eher um den persönlichen Geschmack, wie genau möchte man das jetzt an der Hauptstimme angelehnt haben und, oder nicht. Und es sind Einzelspuren. Genau. Das heißt, wir können dann schon immer noch gucken, so welche Spuren nutzt man wie, nimmt man tatsächlich alle Harmonien. Es ist jetzt also nicht einfach eine fertige Stereo-Spur. Ja. Und das ist auch mal so, also auch wie mit der Gitarre, manchmal hat man eben seine Leute, mit denen man lange arbeitet, wo einfach klar ist, was da zu tun ist und manchmal kann es aber natürlich sein, dass man doch hier eine Recording-Session macht und dann hast du natürlich dann alles vor der Brust, das Recording, das Editing, das Tuning. Hier war oder wenn der Hauptsänger auch selber Chorstimmen singt, dann hat man natürlich auch das Editing. Hier war auch gerade eine Frage, arbeitet ihr mit Tools wie Melodyne oder Autotune? Ja, auf jeden Fall. Die Spuren werden aufgenommen, also man ist dann hier mit dem Interpreten, nimmt etliche Takes auf, wie man das einfach auch in jeder anderen Produktion auch macht, sortiert ihr hinterher, was passt nicht, cuttet so seinen Master-Take zusammen, dass man schon mal ohne irgendein Tuning schon mal einen guten Take hat, der zwar editiert ist durch die Auswahl der Takes, aber sonst noch nichts passiert ist und der den richtigen Vibe hat. Und danach wird es auf jeden Fall sowohl mit Melodyne als auch Autotune bearbeitet. Ich mache das tatsächlich sehr gerne. Ich benutze entweder Melodyne oder das Cubase-interne Melodyne. Ich nenne es mal Melodyne, also die Cubase-interne Pitch-Correction. Da freut sich Steinberg. Genau, ja, ist ja ein ähnlicher... Vari-Audio. Der Vari-Audio, gut. Genau. Okay. So, also Vari-Audio. weil man tatsächlich einfach einen Doppelklick macht auf die Spur und das sofort nachbearbeiten kann. Und dann habe ich trotzdem aber meistens noch ein Autotune-Plugin in der Spur, im Insert, was ich einfach auf die Tonart stelle und das noch leicht mit reindrehe. Das ist auch tatsächlich eine leichte Soundfrage, ob man das eben so möchte. Aber Ziel ist doch immer, man soll das Autotune natürlich nicht hören. Auch nicht wie im Trap oder sowas. Das ist so extra
Autotune-mäßig klingt, sondern es geht wirklich um eine natürliche Bearbeitung, dass man einfach eine schön editierte Spur da hat. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh im Schlager mit Autotune hören, aber warten wir nochmal 5 Jahre ab. Es gibt schon Ansätze, sagen wir es mal so. Okay. Es auf jeden Fall schon. Wunderbar. Ja, wir haben euch noch eine zweite Session mitgebracht, einfach um zu zeigen, dass auch ja, dieses System, was wir verwenden, im Prinzip auf jedes Genre anzuwenden ist. Es ist auch ein Schlagersong, diesmal von Norman Langen. Es ist ein sommerlicher Song, das war auch von vornherein die Marschrichtung, die auch vom Label quasi gewünscht wurde. Und auch hier, um mal eine Brücke zu schlagen, was wir anfangs schon besprochen hatten, hier war es so, dass ich mit einem Kollegen zusammen, mit dem Patrick Kronenberger, eine Demo angefertigt hatte, die wir früher für eine weibliche Sängerin ausgearbeitet hatten. Die wiederum wollte den Song gar nicht haben. Das heißt, im Endeffekt lag der Song rum. Und dann hat es sich angeboten, dass Norman Lang einen Song gesucht hat. Und irgendwie kam der Song da auf den Tisch und die haben gesagt, nee, ist doch super, mach den mal für einen männlichen Sänger und wir probieren das Ganze mal. Und so war es dann im Endeffekt auch. Wir haben hier auch wieder eine Demo gehabt, die ganz oben zu sehen ist. Und da war es natürlich der Vorteil, da ich den Song mitgeschrieben hatte, hatte ich die Session soweit schon am Start, dass ich dann an dem Punkt einfach anknüpfen konnte. Mhm. Und im Prinzip sieht man hier auch wieder, wir haben Drums, wir haben FX-Sounds, wir haben Keys, wir haben eine Gitarre und wir haben die Vocals. Also es ist genau wie bei Bernhard Brink, wenn man sich jetzt alles anschaut, sieht es auch alles gleich aus. Richtig. Ich kann den Song ja einmal anspielen mit der genau. Erstmal die Produktion klingt dann so. Also nee. Hier läuft es. Ach so, dann muss ich dir vielleicht tatsächlich den Link nochmal schicken. Guck mal, ob dein Plugin überhaupt eingeloggt ist. Das ist ja nicht. Ist es. Ach so. Ja, habe ich gemacht. Gibt's jetzt hier nochmal einen Link. Jetzt ist es nämlich auch online. Ach so, okay, na dann. Hol es nochmal. Señorita! Das Feuer knistert leise. Und deine Haut fühlt sich so nice an. Wir haben uns heute doch erst kennengelernt. Doch deine Blicke gehen direkt in mein Herz. Du und ich, komm her zu mir, verlass mich nicht. Die Nacht soll nie zu Ende. Und so weiter und so weiter. Mhm. Auch hier einmal die Brücke zum Pop vielleicht. Also den müsste man gar nicht großartig anders aufziehen und es könnte auch ein Act wie Culture Candela den machen. Also wie gesagt, diese Grenzen zwischen Pop und Schlager, die sind da wirklich fließend. Genau, und hier war es, wenn es den Chat interessiert, kann man natürlich hier auch nochmal die Demo zeigen, auch um hier die Entwicklung wieder zu sehen oder auch zu sehen, dass vielleicht ja, die Songs wirklich nicht immer auch vom Gesang nicht so weit sein müssen. Es muss tatsächlich einfach den Vibe des Songs darstellen. Ich glaube, du musst die Rough-Demo nehmen, Rough-Demo, genau. Das ist dann, wie gesagt, Patrick Kronberger, der singt, mit dem ich den Song zusammengeschrieben habe. Feuer knistert leise, oh, oh, und deine Haut fühlt sich so nice an, oh, oh, wir haben uns heute doch erst kennengelernt, wie kann es sein, dass es in mir schon so brennt, du und ich,
Komm her zu mir, ich tanz für dich. Die Nacht soll nie zu Ende gehen. Mi amor, vielleicht sehen wir uns wieder. Ich spür doch dieses Fieber. Denn Baby, Baby, viva la vida. Mi amor, vielleicht sehen... Und so weiter und so weiter. Genau, und hier kann man auch schon wieder ganz gut erkennen, dass wir den Text nochmal geändert haben, die Tonart geändert haben. Also es sind im Prinzip genau die Dinge, über die wir gesprochen haben vorhin, dass das natürlich immer ganz ein total dynamischer Prozess ist. Ja. Und ja. Ich wollte sagen, also hier merkt man auch, dass das Demo auch wieder in die Richtung geht und so weiter und so fort. Hier ist aber der Sprung, glaube ich, ein bisschen größer gewesen als beim ersten Song zwischen Demo und Produktion, ne? Das kleiner. Jetzt, findest du? Also hier ist, ich würde auch sagen, er war kleiner. Ich glaube, das täuscht ein bisschen, weil der Gesang deutlich schlechter ist in der Demo-Version. Das wollte ich jetzt nicht sagen. ist ja eine Demo. Es ist anders. Ja einfach, es ist einfach nur reingesungen für die Demo. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. So, ne? Was wir hier gemacht haben, dass wir, da ich die Basisspuren ja schon vor Ort hatte, konnte ich einfach darauf aufbauen. Und deswegen ist da noch eine jede Menge dazugekommen und durch die geänderte Tonart natürlich und den geänderten Text kommt es einem vielleicht so vor, als ob das jetzt noch drastisch anders ist. Genau, ich meinte einfach nur allgemein, dass wenn man das Demo hört und den fertigen Song, dass das nicht so direkt offensichtlich ist. Also, ne, ist schon natürlich klar. Genau, ja. Aber das sind genau die Sachen, die ihr vorhin auch angesprochen habt. Da wird mal das Tempo geändert, dann nochmal eine Textzeile und dann nochmal die Tonart und ne, man jongliert so ein bisschen aus und guckt, wo passt es eher. Das fand ich auch sehr schön bei dem Beispiel, dass man das so sehen konnte. Aber ihr habt den Song jetzt nicht komplett wieder auf links gezogen oder sowas. Vor allem, weil du jetzt auch schon mitgeschrieben hattest, war das wahrscheinlich auch nicht so notwendig. Nee, genau, das war auch, das Label hat gesagt, hey, super, diesen modernen Ansatz, den wollen wir genau haben, mach da einfach mal weiter, verfolg diesen Pfad. Deswegen, im Prinzip war es dann so, dass wir wieder Gitarren aufgenommen haben, wir haben wieder Chor aufgenommen, also genau die gleichen Elemente und so fügt sich dann ein Song zusammen. Obwohl es eben eine andere Stilistik ist, aber das ist eben das Interessante und weswegen wir ja auch so, sagen wir mal, sehr, sehr allgemein gültig einsetzbar sind, dass ja eben dieses Grundsetup ist ja das Gleiche und auch wenn man jetzt andere Produktionen macht, landet man doch auf dieser technischen Seite doch immer bei diesen gleichen Komponenten. Wir brauchen Drums, wir brauchen Bass, wir brauchen Gitarren, wir müssen Vocals aufnehmen. Also diese Elemente sind einfach immer gleich, nur dass man eben mit unterschiedlichen Genres und unterschiedlichen Stilistiken der Songs an sich zu tun hat. Aber eben der Aufbau ist einfach immer gleich und das muss man sich einfach mal in sich reinhämmern und auch da einen guten Workflow für sich finden, dann kann, glaube ich, jeder sich breit aufstellen und sagen, was liegt heute an, was soll ich machen, ich arbeite mich da jetzt mal rein. Ja. Ich finde es, glaube ich, auch ganz interessant, wenn wir jetzt hier einfach mal den Chor zum Beispiel anmachen, dass man merkt, ja, es ist tatsächlich der gleiche Chorsänger, es ist nur ein anderer Song und dass auch das dann schon reicht, um so einen Song wahnsinnig weit nach vorne zu bringen. Ja, ich gehe mal direkt hier vorne in den Part. Oder ganz hinten ist, glaube ich, auch noch schöne. Oder hier hinten. Herrlich. Genau, also auch hier die gleichen Elemente und auch hier Christoph macht da immer einen wirklich richtig guten Job. Was noch zu dem Song im Unterschied zu dem anderen ist, dass wir hier zum Beispiel angefangen haben mit einer einfachen Hook-Melodie, die unter Keys versteckt ist. Da wollte ich auch einfach mal zeigen, dass wir dass man auch mit einem ganz unscheinbaren Sample einfach anfangen kann. Oder ist es doch bei Gitarren reingerutscht? Ich glaube, ich entschuldige das.
Das ist der Nachteil, wenn man an unterschiedlichen Orten sitzt. Genau. Oder hast du die rausgeschmissen? Nee, gibt's alles noch. Da wird nichts weggeschmissen. Genau. Es ist nur nicht mehr benannt. Diese Mandolin, die am Anfang ist, das ist tatsächlich einfach ein Sample. Und da habe ich das Original-Sample noch mit reingeladen. Ah ja. Was, was ich auch wieder sehr, sehr schön finde, dass man einfach sich auch mal Sounds aus seiner Reichweite nimmt und die einfach dementsprechend bearbeitet, durch Pitchen, durch Cutten, durch Stretchen. Wenn man sich hier das Original-Sample anhört, dann ist das wirklich eine komplett andere Melodie, eine komplett andere Tonart. Und darauf baut eigentlich der gesamte Song auf. Und so kann man sich auch an Samplebanken bedienen, um einfach ein bisschen Ideen zu sammeln, um kreativ zu werden. Und die restlichen Gitarren sind hier hauptsächlich Akustikgitarren. Das unterscheidet dann zum Beispiel wieder von so einem sommerlichen Song, der eher locker leicht sein muss. Der ist dann nicht wie bei Bernhard Brink mit einer harten Brettgitarre, die im Refrain noch durchbrettert. Hier haben wir wirklich reine Nylon-Gitarren, schön locker, ein paar Melodiefills dazwischen. Und das macht dann den großen Unterschied, obwohl wir ja die gleichen Elemente haben. Super, da freuen wir uns alle auf den Sommer, wenn wir das so hören. Genau. Vielen Dank. Ich sehe, ihr arbeitet ja quasi sehr ähnlich jetzt auch vom Setup. Ne? Wir haben jetzt gut gesehen bei den beiden Songs, dass die Struktur sehr ähnlich ist, was ich super finde. Ich denke auch als Tipp generell für die Leute, die nicht ganz so viel Erfahrung haben, dass man sich so eine Struktur schafft, in der man sich auskennt, nicht jetzt auch aus dem Punkt, dass man einfach immer Copy-Paste-mäßig arbeitet, sondern dass man einfach schnell Sachen machen kann, weil man sich da auskennt in seiner Struktur. Ja. Und dass man vielleicht auch innerhalb sich dieser Struktur so gut auskennt, dass man merkt, wenn etwas nicht funktioniert, was vielleicht auch wichtig ist. Ja? Also ja, ich muss auch sagen, zu dieser organisatorischen Struktur, das erzählen wir immer wieder, aber man kann das, glaube ich, nicht oft genug erzählen, dass man sich eben so eine Ordnung schafft. Also bei uns waren jetzt die Drumspuren immer oben angesiedelt und die waren immer grün. Ja, so. So kann man sich halt so eine Ordnung schaffen und innerhalb der Drums, dass man sich das auch so ein bisschen bandmäßig vorstellt, dass man also erst die Kickspur hat, die Snare-Spur, Hi-Hat-Spur, Toms, dann kommt das ganze Percussion-Gedöns und so weiter und so weiter. Also dass man einfach sehr schnell auch durch umfangreiche Sessions durchblickt. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel externe Songs bekommt, das ist ja bei uns auch, ist ja immer alles sehr modular aufgebaut. Manchmal arbeiten wir ja auch nur zu oder mischen nur Tracks oder was auch immer, dass man sich alles, was man von extern bekommt, auch immer in diese eigene Ordnung zwängt. Also farblich kodiert, ordnet, Spuren benennt, damit man einfach sehr schnell dann da durchblickt und die Sachen auch wiederfindet. Auch um 3 Uhr morgens noch, wenn es schnell fertig gemacht werden muss. Ne? Genau. Oder zum Mastern mal eben raus muss, 2 Minuten vor Abgabe, dass man da auch noch die Struktur zurecht. Aber da ist natürlich wirklich ein Vorteil, dass wir beide auf einem PC mit Cubase arbeiten, sehr ähnliche Setups da haben. Also es wirklich nur selten vorkommt, dass man eine Spur öffnet und dann funktioniert ein Plugin nicht oder sowas. Manchmal, wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten Updates machen, dann passiert das wohl ganz gerne. Das kann schon sein, richtig. Genau. Ja. Aber ansonsten kann man wirklich sehr schnell, da ist halt die Frage, das MIDI-Setup bei euch beiden ist gleich, ja, weil wir nur in the box arbeiten, keine externen Instrumente, und wenn externe Instrumente vorkommen, werden die aufgenommen. Also genau, General das heißt, MIDI gar nicht. Wir arbeiten auch hauptsächlich mit VST-Plugins, das heißt, wir haben mit General MIDI oder mit MIDI-Setup eigentlich gar nichts zu tun. Ja, auf Cubase sind wir dann schon festgelegt, weil wir beide, also von der ersten Idee bis zum fertigen Mix passiert alles in Cubase. Mhm. Wenn wir mit jemandem anders zusammenarbeiten, der zum Beispiel in Logic ist oder mit Ableton arbeitet, dann schicken die uns einfach Bounces oder Stems, die einfach ab einem bestimmten Takt anfangen, durchgebounced sind, und wir laden dann einfach diese Tracks in die Cubase-Session und können dann da weiterarbeiten. Das geht immer sehr gut. Ja, ist auch kein Problem.
Ja, ich würde jetzt gerne noch vielleicht die letzten paar Fragen durchgehen. Die paar Minuten haben wir ja noch. Das heißt, Mario schreibt dann zum Beispiel, relativ pauschale Frage, wo man mehr Infos bekommt, um Schlagermusik zu lernen. Da habt ihr doch bestimmt eine Empfehlung. Also er sagt ja schon mal, um Schlagermusik zu lernen, das finde ich richtig gut, denn um sowas geht es ja tatsächlich, wenn man kann Musik hören, aber man kann Musik auch so eher ein bisschen analytisch hören und versuchen zu ergründen, was passiert denn da überhaupt? Wie ist der Song aufgebaut? Wann setzen die Vocals ein? Sind es mehrstimmige Vocals? Was auch immer. Wie dick ist die Bassdrum? Also Sachen. Und ich glaube, so hören wir tatsächlich immer Musik, dass man die im Kopf schon so zerlegt und tatsächlich so Stile lernen kann. Und also ich würde ja zum Beispiel direkt auf Spotify gehen und mir eine Schlager-Playlist mit aktuellen Produktionen durchhören und einfach das auf mich wirken lassen, und zwar wirklich komplett vorurteilsfrei, also dass man sich Sachen auf so einer technisch-analytischen Ebene anhört und versucht einfach zu ergründen, wie das funktioniert. Und das kann man mit jedem Genre machen. Also so würde ich mir auch Metal-Playlists anhören. Ja. Einfach so ein bisschen reinfuchsen, damit man versteht, wo die Unterschiede sind im Vergleich zu anderen Genres, ne? Ja. Genau. Ja. Und alles, was die Produktion angeht, einfach alles lernen von jedem Genre. Einfach die Basics, das Handwerk. Ja. Sehr cool. Es gibt hier eine Frage, die auch so ein bisschen sehr, wo das Beantworten sehr ausschweifend, wo man eigentlich einen ganzen Workshop drüber machen könnte. Wenn ihr Songs verschickt, wie ist das dann mit Rechten und Stehlen und Klauen und Ideen stehlen? Vielleicht können wir es pauschal ein bisschen eingrenzen, die Antwort. Also mache ich mir keine Gedanken zu. Genau. Also einfach gar nicht, einfach nur sicher ist, du hast den Song auf deinem Rechner. Wenn man aus Angst Sachen, dass sie geklaut werden, nicht verschickt, werden sie ja auch nie gehört. Also ich würde es einfach machen und mir da keine Gedanken drum machen oder zu viel Angst haben. Wenn das passieren sollte, dann ist es passiert, da muss man sich auch sicherlich kümmern. Aber aus dem Grund, gar nicht erst aktiv zu werden, ist auch falsch. Also einfach machen. Machen wir uns keine Gedanken drum. Gibt es wahrscheinlich auch rechtliche Wege, wie man sich dann hinten raus nochmal absichern kann und so weiter und so fort, ne? Ja, früher gab es so Sachen wie, dass sich per Einschreiben die Demo-CD selber zu schicken und so. Habe ich am Anfang auch gemacht, weil man das so liest und denkt, man müsste das so machen oder auch immer so Angst hat. Aber also bisher war es immer so, wenn wir was verschickt haben, dann gibt es da auch Feedback drauf und es heißt nicht, nee, wollen wir nicht haben, und der Song taucht dann plötzlich irgendwo auf. Das habe ich selber noch nie erlebt. Ja, gut. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn es passiert, also ihr habt da keine schlechten Erfahrungen gehabt und man macht sich da vorher vielleicht ein bisschen mehr verrückt, als es notwendig ist. Also ich von denke da schon, ja. Einfach raushauen, und ich glaube, wenn es dann mal passiert, dann kann man drüber nachdenken, aber vorher einfach entspannt bleiben, ne? Gute Musik machen. Okay, cool. Ben schreibt, wie kommt man an die Ausschreibung der jeweiligen Künstler dran? Ich nehme an, er wird jetzt die Demo, ne, also wir hatten vorhin von einem Demo-Pool gesprochen, das wäre sicherlich interessant, wie man da reinkommt, dass man da ein Demo platzieren kann, weil sicherlich nicht jeder Künstler einfach mal offiziell auf der Webseite seine Adresse hinschreibt, schickt mir Demos. Gibt es da vielleicht auch sogar einen offiziellen Weg, oder muss man einfach gut genug sein, um angefragt zu werden? Es gibt natürlich einen offiziellen Weg, zum Beispiel über die Plattenfirma oder den Musikverlag oder einen Musikverlag oder über das Management des Künstlers, die dann wiederum so interne Briefings raushauen an ihr Netzwerk. Und man muss dann halt versuchen, in dieses Netzwerk reinzukommen. Und das ist tatsächlich einfach ein jahrelanger Prozess, mit dem man eigentlich heute direkt loslegen muss, wenn man noch kein Netzwerk hat. Und das bedeutet einfach viel machen, mit viel vielleicht auch im Bekannten- und Freundeskreis machen, gar nicht erst so an die ganz großen Namen denken, sich vielleicht dann auch mal an kleinere Labels, kleinere Artists, Acts heranwagen, gucken, ob es da irgendwelche Zusammenarbeiten gibt, weil man steht halt nicht in den gelben Seiten, so nach dem Motto, wir suchen jetzt jemanden, der den Song produziert oder der einen Song schreibt, sondern es läuft immer nur über persönliche Kontakte. Und wie gesagt, entweder dieser offizielle Weg über Label, Management, Verlag
oder einfach wirklich durch persönliche Kontakte, dass man einfach die Künstler im Laufe der Zeit kennengelernt hat. Ich habe zum Beispiel viel ja auch live gespielt und habe dann auf Festivals gespielt und hinter der Bühne dann andere Artists und andere Bands wieder kennengelernt, wo man dann ins Gespräch kommt und es heißt, ah, du hast ja diese Sachen hier gemacht, das gefällt uns ganz gut, kannst du nicht mal einen Remix machen oder könntest du mal das und das vorstellen? Und dass man so einfach im Lauf der Zeit immer tiefer reinrutscht oder aufgesogen wird. So, und so ist es bei mir passiert und bei Christoph auch. Auch da einfach machen und sich da so eine Base aufbauen. Ne? Und gerade bei kleinen Künstlern, da kann man wirklich auch das Management oder den Künstler selber anschreiben. Also das funktioniert auch teilweise. Instagram, und Facebook. Genau, Instagram, Facebook, Management-Seite, Management-E-Mail-Adresse raussuchen. Weil die werden eben nicht zugeschüttet mit 2000 Songs. Und wenn man denen einen Song schickt und der ist gut, dann werden die den auch irgendwie nehmen. Natürlich wird jetzt ein Helene Fischer Management keine Songs hören, weil die wahrscheinlich zugeschmissen werden damit. Das muss dann schon irgendwie den offizielleren Weg gehen mit einer Vorauswahl. Aber sonst ist meine Erfahrung sehr ähnlich zu Hennings, dass man irgendwie alle Wege bedienen muss. Private Kontakte, Verlage, Künstler selber. Und ich muss auch dazu sagen, dass man ja einfach tatsächlich sehr breit aufgestellt sein sollte und auch Dinge, die einem angeboten werden, wo man vielleicht sagt, ach nee, das ist gar nichts für mich oder so, dass man es doch einfach wagt, weil man nie weiß, ob nicht derjenige, mit dem man da zusammengearbeitet hat, 2 Jahre später auf einen zukommt und sagt, Mensch, wir haben doch da vor 2 Jahren das und das gemacht, jetzt bin ich aber an der und der Position, mach jetzt das und das, hast nicht Lust, doch mitzumachen. Und ja, also dass man einfach keine Chance auslässt. Genau. Ja. Okay. Genau, wir haben gleich noch einen Workshop, 15 Uhr, Remix und Sampling mit Cubase Pro 11. Lass uns noch eben kurz die Fragen fertig machen. So, da hat er sich wahrscheinlich verschrieben. Ich nehme an, dass es darum geht, ob man sich an OS-Trends auch orientieren möchte, ne, und auch da experimentieren, weil sie dann vielleicht erst später im Schlager reinkommen. Habt ihr da eine Antwort zu? Kann man machen, aber wirklich nur sehr, sehr dosiert, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich habe in dieser Norman Lange Single solche Bläser-Hits auch immer reingespielt. Das habe ich einfach gehört. Ich weiß es gar nicht mehr. Bei Calvin Harris zum Beispiel. Ja, oder solche Sachen, die man dann, wo ich dann gedacht habe, oh, das habe ich im Schlager noch nicht so gehört. Ich probiere das einfach mal. Natürlich kann man das machen, aber jetzt einen aktuellen Trend zu nehmen, das wird, glaube ich, das wird schwierig. Also wenn dann einzelne gezielte Elemente, die so ein bisschen Coolness da reinbringen, das würde ich auf jeden Fall schon immer mal wieder machen. Ja, aber ansonsten stimmt es schon, solche Trends kommen im Schlager meistens etwas später an. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich eh so, dass in Deutschland die Trends aus den USA ein bisschen hinterherhängen, weil das einfach, bis es sich durchgesetzt hat, bis man es umgesetzt hat in die Produktion, bis das dann released ist, ist einfach ein bisschen mehr Zeit. Also wenn wir wahrscheinlich ausschlaggebend werden für die US, für den US-Musikmarkt, wird es genauso andersrum laufen, nur dass wir es halt nicht sind in der Regel. Genau. genau. Ja, es gibt noch eine Frage. Wir hatten ja so ein bisschen drüber gesprochen schon mal, wie lange das läuft. Auch dieses Bezahlen ist natürlich jetzt auch sehr pauschal. Kann man da irgendwie eine pauschale Antwort geben? Ist es projektbezogen? Ist es vielleicht albumbezogen? Gibt es pauschale Beträge? Oder wie kann man das handhaben? Oder jemand, der zum... Ja, wobei, also genau, es gibt, tatsächlich wird fast nur noch mit Pauschalen gearbeitet, das einfach heißt, wir haben das und das Budget und wir möchten das und das machen, kannst du das für die Kohle machen? So, und dann könnte man sich natürlich ausrechnen, was es dann pro Song irgendwie gibt und wie lange man dann rein theoretisch dran sitzen dürfte, das machen wir aber nicht. Weil das sonst gerne eher zu Frustration führt, glaube ich, wenn man da so lange dran sitzt. Also ein Stundenlohn oder sowas, so handwerkermäßig, darf man sich bei solchen Sachen eh nicht ausrechnen. Das heißt, es geht wirklich immer nur über Pauschalen und da muss man für sich selber entscheiden, mache ich das dafür oder lasse ich es sein. So. Mhm. Und
es ist ja auch immer unterschiedlich. Also jedes Projekt ist unterschiedlich. Mal machst du vielleicht nur ein, zwei, drei Songs, mal machst du ein ganzes Album mit einem Artist. Da gibt es wirklich große Unterschiede. Und auch, was man tatsächlich dann innerhalb dieser paar Tracks oder des Albums macht, ist auch unterschiedlich. Ob wir wirklich ganz produzieren, viel mitschreiben, vielleicht wirklich vom weißen Blatt bis zur fertigen CD, oder ob wir nur einzelne Schritte daraus begleiten, wie es Mixing oder Recording oder was auch immer, das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber immer in Pauschalen abgegolten, ja. Wenn man da länger braucht, hat man einfach Pech gehabt, so gesehen. Genau. Okay, verstehe. Ja, ich würde sagen, dann halte ich euch nicht länger auf und klaue euch eure kostbare Zeit, denn beziehungsweise anders. Sehr gerne hier. Genau, ich wollte gerade sagen, denn andersrum, ihr seid ja jetzt gleich noch ein paar Minuten im Chat, von daher ist das doch irgendwie so, dass wir euch noch ein bisschen die Zeit klauen. Das heißt, wir wechseln jetzt in den Chat gleich, da werden die Leute oder können die Leute euch noch die Fragen stellen. Wir haben leider nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Wir haben aber das meiste besprochen, auch vielleicht ein bisschen mehr ins Detail, sodass die Leute auch wirklich was davon haben und anfangen können. Im Anschluss haben wir hier, ich sage es nochmal, den Remix mit und Sampling mit Cubase Pro 11 Workshop. Gerne sozusagen wechseln in den anderen Workshop, der geht auch in 4 Minuten los. Und ansonsten ist Henning und Christoph gleich im Chat, da könnt ihr sie noch löchern. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe selber viel gelernt über Strukturen und so weiter und so fort, wie ich elektronische Sounds für Schlager und umgekehrt verwende. Wenn ich die Zeit heute Abend finde, werde ich noch ein bisschen schrauben. Ansonsten, Jungs, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sprechen. Und an alle Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein, dass ihr zugeschaltet habt, ne, auch fleißig mit Fragen kommentiert habt. Bleibt einfach quasi entweder in Chat oder, wie gesagt, der Remix und Sampling Workshop beginnt gleich. Ansonsten haben wir heute noch ein paar tolle Workshops, unter anderem auch zum Beispiel mit Wolfgang Stach, der ein bisschen über das Produzieren sprechen wird. Auch da aus seiner Erfahrung sicherlich ein paar nette Infos dabei hat. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.